Herzlich willkommen. Mein Name ist Klaus Täuber und ich lese aus meinem Buch Mein Weg nach Katar. In meinem Prolog erwähnte ich einen Geist, den ich mir als Verkörperung des Schicksals oder des Zufalls ausgedacht hatte und der mir im Buch in meinen Träumen erscheint. Entgegen meines ursprünglichen Wunsches, Landarzt zu werden, setzt der Geist alles daran, mich zum Spieleautor werden zu lassen. Da war er wieder, der anhängliche Geist meiner Träume. Was er wohl diesmal wollte? Hatte ich nicht viel gespielt und war inzwischen im Reich der Spiele, so etwas wie ein Einäugiger unter den Blinden? So ein gut junger Mann, ich bin ja nicht unzufrieden mit dir. Ah, ich hatte ganz vergessen, dass der Geist meine Gedanken lesen konnte. Aber, fuhr der Geist fort, warum kommst du nicht auf die Idee, selbst ein Spiel zu erfinden? Willst du immer nur von den Ideen anderer profitieren und nicht selbst etwas zur Vielfalt der Spiele beitragen? Schließlich willst du doch irgendwann den Beruf des Spieleerfinders ergreifen, oder? Ja, als dusseliges kleines Kind ist mir dieser Wunsch in einen Traum wohl herausgerutscht, antwortete ich mürrisch. Aber ich habe einfach keine Lust, Spiele zu erfinden. Ideen habe ich sowieso keine. Ideen fallen nicht einfach vom Himmel und ich kann sie auch nicht herbeizaubern. Der Geist schwieg eine Weile und blickte in seine Glaskugel. Was dir helfen wird, junger Mann, ist der Sumpf. Der Sumpf? Fragte ich den Geist verständnislos. Was soll ich mit einem Sumpf anfangen? Der Sumpf ist eine Metapher. Du wirst im übertragenen Sinne in einem Sumpf stecken. Das sehe ich in meiner Glaskugel. Du wirst Stück für Stück im Morast versinken und wirst verzweifelt nach einem Geist, einem Zweig suchen, der dich rettet. Wahrscheinlich zuckte ich in mein Bett, von diesem Albtraum geplagt mit allen Gliedern. Du widerwärtiger Geist, willst du wieder mal eine Schicksalsweiche stellen? Die Haltung des Geistes wirkte betroffen und seine Stimme klang aufrichtig. Nein, junger Mann, ich kann leider nur kleine Weichen erschaffen. Die Weiche für deinen Sumpf ist für mich ein viel zu großes Kaliber und es gibt viele, die dafür verantwortlich sind. Ich gehöre nicht dazu. Aber ich werde versuchen, dir einen Zweig zu reichen, der dich vielleicht aus dem Sumpf zu retten vermag. Ich habe schon eine ganz bestimmte Lektüre im Sinn. Der Geist verschwand und ich schlummerte traumlos weiter. In den 80er Jahren kam ich abends oft spät nach Hause. Auch an vielen Samstagen arbeitete ich im Labor oder musste zur Zeit der Vorbereitung auf meine Meisterprüfung an der Veranstaltung teilnehmen. Ich hatte wenig Zeit für Claudia und meine Kinder. Immerhin schaffte ich es an einigen Abenden, unseren Kleinen noch aus einem Buch vorzulesen. Nur der Sonntag gehörte immer ganz der Familie. Mein voller Einsatz im Dentallabor war nur möglich, weil Claudia mir den Rücken frei hielt. Sie sorgte für unsere drei Kinder, hörte sich ihre Sorgen und Nöte an, kümmerte sich um unseren Haushalt und erledigte unsere finanziellen Angelegenheiten. Das war nicht immer einfach für sie. Sie hatte einen Vollzeitjob, der letzten Endes auf seine Art nicht weniger anstrengend war als meiner. Wir waren Partner, die jeder auf seine Weise ihr Möglichstes gaben, die Existenz und Zukunft unserer Familie zu sichern. Dieses Ziel schweißte uns zusammen und half uns, Krisen zu überwinden. Hätte ich so viel gearbeitet, um auf der Karriereleiter immer höher zu klettern, um immer mehr Geld anzuhäufen und um mich zu profilieren, hätte Claudia kein Verständnis für die Vernachlässigung von ihr und unseren Kindern gehabt. Das verriet sie mir Jahre später bei einem gemütlichen Beisammensein. Vielen Dank. Das nächste Mal werde ich nicht über den Sumpf berichten, sondern
über mein Refugium. Danke.